Guten Tag, Herr Horst Lüning. Ich habe eine Frage an Sie. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich viel in Deutschland geändert. Von 1945 bis 2010 oder jetzt an geht es den Leuten immer besser. Es ist an den Leuten geht es gut und der Wohlstand, der ist sehr hoch. Aber ich habe den Verdacht, dass es in den nächsten 10 oder 20, 30 Jahren umgekehrt ist, dass sich der Wohlstand in Deutschland nicht zum Guten wandelt, sondern dass es von zum Beispiel heute oder auch von 2020 an den Bürgern halt, dass es halt den Bürgern von dort an schlechter geht oder dass zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit enthoben wird nach dem Motto, dass es zum Beispiel kein Hartz IV mehr gibt oder dass die Leute nicht mehr ihre Rente, eine gute Rente haben und dass soziale Ungleichheiten auftreten. Also es geht einfach darum, wird es bergab gehen mit Deutschland, mit dem Wohlstand und dem Wohlbefinden der Bürger oder bergauf gehen. Und ich habe halt einfach den Verdacht, dass es bergab geht, aufgrund verschiedener Sachen wie zum Beispiel Leiharbeit und so weiter. Und alle möglichen Sachen, dass die Leute nicht mehr richtig bezahlt werden, dass die Leute ausgebeutet werden von Unternehmen. Das war meine Frage, Herr Lüning. Ich habe eine sehr gute Meinung von Ihnen und wenn Sie die beantworten können, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Alles klar, gell? Tschüss.